herzlich willkommen zur obligatorischen Pressekonferenz nach der Torliga-Umschwung des deutschen Bezirks Fortuna aus Köln. Das Ergebnis 1:1. Wir begrüßen alle noch im Stadion die Zuschauer, die uns auch zugeschaltet sind. Das Kölner Business Club. Natürlich last but not least der Cheftrainer, zum Beispiel rechten Platz haben wir Lukas Schneider, Chefdeutsch Fortuna. Chefstrainer Bürger, auch Ihnen möchte ich mal ein kurzes Thema mit der Trend zum Spiel. Das machen wir natürlich zuerst unseren Gästen. Ja, vielen Dank und schönen guten Tag. Ja, ich glaube, in Summe müssen wir heute aufgrund der zweiten Halbzeit eher von einem glücklichen Punktgewinn sprechen. Ich habe in der ersten Halbzeit ein, gerade wenn man zur Vergangenheit sieht, ausgesprochen gutes Auswärtsspiel meiner Mannschaft gesehen. Mit Ausnahme der Großchance von Osare zu Beginn haben wir, glaube ich, die Offensive der Hollenser sehr gut unter Kontrolle gehabt, haben sehr, sehr mutig verteidigt und vor allen Dingen darüber hinaus sehr, sehr schnelle, zielstrebige Angriffe gefahren. Ich glaube, das 1-0 ist aus einer solchen Art entstanden, aber wir haben auch sehr, sehr viele ordentliche Aktionen am Boden gehabt, wo wir Überzahlsituationen in den Strafraum hineingespielt haben. Wir haben nicht immer die günstigste und beste letzte Entscheidung getroffen, aber in jedem Fall sehr, sehr viel Druck auf den Gastgeber gemacht. In Halbzeit 2 waren wir dann gar nicht mehr in der Lage, uns zu befreien. Es lag mit Sicherheit zum einen an der Umstellung, unsere beiden Innenverteidiger waren deutlich mehr gebunden, aber auch mit Sicherheit daran, dass unsere Intensität im Spiel deutlich nachgelassen hat, dass wir einfach nicht mehr so den Ball verteidigt haben, dass wir nur noch reagiert haben und infolgedessen haben wir natürlich einige richtig große Möglichkeiten der Hollenser zugelassen und in der Phase wäre es mit Sicherheit schon deutlich früher verdient gewesen, den Ausgleich zu kassieren. Wenn man den dann relativ spät bekommt, dann ja, hat man natürlich auf der einen Seite ein Stück weit ein weinendes Auge, wenn man so nah am Sieg ist, auf der anderen Seite, glaube ich, müssen wir die Kirche auch im Dorf lassen. Wir sind eine Mannschaft, die gegen den Abstieg spielt, die vor 4-5 Wochen alle schon abgeschrieben haben. Insofern glaube ich, war das auch heute wieder ein deutliches Lebenszeichen der Mannschaft. Man darf nicht vergessen, dass Halle hier viermal nacheinander zu Hause gewonnen hat unter Stefan Bürger. Insofern glaube ich, ist der Punkt für uns mit Sicherheit viel wert. Wie viel das werden wir am kommenden Samstag sehen, wenn wir zu Hause in Bremen 2 spielen. Vielen Dank. Ja, dann guten Kosch. Stefan Bürger, zum Spielverlauf aus deiner Sicht. Als ich hier angefangen habe, habe ich gesagt, es geht nur mit kleinen Schritten. Und, dieses Spiel heute und das Ergebnis war ein kleiner Schritt zu dem Ziel, was wir haben, aus der dritten Liga zu spielen. Wir haben Fortuna Köln auf Abstand gehalten, das war das Minimalziel. Ich denke, wenn man den gesamten Spielverlauf nimmt, hat der Kollege in seiner Einschätzung, dass wir erste Halbzeit nicht zu unserem Spiel gefunden haben, dass wir viel zugeschaut haben, was die Kölner sich die Bälle zuspielen, waren nicht eng genug dran. Und wenn wir den Ball dann mal hatten, haben wir nicht sauber genug kombiniert. Das war dann zweite Halbzeit. Deutlich anders. Da habe ich eine Mannschaft gesehen, die alles abgerufen hat, die sehr, sehr leidenschaftlich und sehr engagiert nach vorne gespielt hat, auch dann guten Fußball gemacht hat. Muss trotzdem immer auf der Hut sein, dass wir hinten nicht achtlos werden. Und so kommt dann ein 1-1 zustande. Klar wollen wir immer gewinnen, gerade zu Hause, aber manchmal ist es eben nicht möglich. Und dann ist es wichtig, zumindest einen Punkt mitzunehmen und den Gegner auf Abstand zu halten. Ja, Herr Bürger, Sie haben natürlich die Möglichkeit, Sie müssen auch mit der Chancenverwertung Ihrer Mannschaft absolut unzufrieden gewesen sein, oder? Bin ich bei Ihnen, kann man nicht zufrieden sein, wenn man völlig frei vom Tor, Pfosten, Latte, ja, wenn der Torwart liegt, klar, dann kann man den Ball auch über die Linie drücken. Und nicht gegen die Latte donnern. Das meine ich eben, das war erst Halbzeit ähnlich schon in der Spielentwicklung, auch wenn es die Chancen nicht waren, aber diese Sauberkeit in den Abschlussaktionen, ja, der finale Pass, der Torschuss, all diese Dinge, das war ein bisschen hektisch. Und es hat sich dann wie ein roter Faden das ganze Spiel gezogen. Und trotzdem sind wir froh, dass wir einen Ausgleich gemacht haben. Und wenn der Schiri eine andere Entscheidung trifft, dann läuft das nochmal für uns. Wenn man hätte, ist nicht, dann bleibe ich. Das würde ich immer so sagen. Er hat es anders interpretiert und ist auch gut. Herr Bürger, was hat es dafür gegeben, die Startelf vielleicht auf vier Positionen zu verändern? Ich lasse mich nicht von Ergebnissen leiten, sondern gucke mir das Spiel an. Und da haben wir schon in den letzten Wochen mehrfach thematisiert, dass wir mit Innenverteidigern außen gespielt haben. Und dass es aus Sicht da sicher andere Möglichkeiten geben muss. Es sind viele Kleinigkeiten, die am Ende zu einer Entscheidung führen. Das sind Trainingsleistungen der betreffenden Spieler, im Positiven und Negativen. Das sind taktische Dinge, das ist unter Einbeziehung des Gegners. All diese Dinge haben dazu geführt. Da will ich jetzt gar nicht ins Detail gehen.
Aber im Gegensatz, ich sage mal, unter den beiden Außenverteidigern war am Anfang zumindest die eingespielten Innenverteidiger ein bisschen untergegangen, blockten so. Zumindest als Engelmann, Klein-Heißmann, da kurz vor der Pause mal in der Rolle hatten. Ich finde es gut, dass Engelhardt heißt der. Ja, Engelhardt und nicht Engelmann. Engelmann hat Rechtsverteidiger bei Köln gespielt. Finde ich gut, dass sie sich in der Rolle haben. Da sieht man, dass Leben in der Truppe ist. Ja, dass es zur Sache geht, dass sie gewinnen wollen, dass sie sich gegenseitig pushen. Die beiden haben es in den letzten Wochen sehr, sehr gut gemacht, dass sie hier und da ein Abstimmungsproblem heute hatten. Das haben wir gesehen. Hat aber auch mit dem Gegner zu tun, weil der Marco König sehr, sehr fleißig und engagiert gearbeitet hat. Ist ein guter Stürmer, der hat auch schon ein paar Tore geschossen. Ja, also so schlecht ist der Junge auch nicht. Und den muss man eben auch erstmal bespielen. Und dementsprechend gibt es dann eben auch mal auf dem Platz was zu klären. Das haben sie mannhaft getan. Danke. Gut, gibt es weitere Fragen? Dann wollen wir uns jetzt sehr aussehen. Bedanken uns für Ihre Aufmerksamkeit. Wünschen unseren Gästen vom SC Fortuna Feuerde an der Staffel Heimreiser. Viele, viele Bündchen. Bis zum Rückspiel gegen uns natürlich dann nur. Und wird uns freuen, Sie alle hier gesund und munter wieder am 21. November an 14 Uhr gegen Gast Rastatt begrüßen zu dürfen. Herzlichen Dank und schönes Wochenende.